Ja, willkommen zurück auf dem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um die Navigation mit der AutoActive App auf Google Wear OS System. Das heißt also auf der Samsung Galaxy Watch 6 Classic oder auf der TicWatch 5 Pro oder also alle Uhren, die hier das Android-System unterstützen. Ich möchte euch einfach zeigen, wie AutoActive auf den Uhren funktioniert, wie ihr Offline-Karten mitnehmen könnt, ohne das Handy dabei zu haben. Das heißt also, das Handy ist zu Hause und ihr habt nur die Uhr dabei. Da geht es nämlich auch ganz mit Offline-Karten. Da zeige ich euch im ersten Teil, wie ihr die Offline-Karten hier auf die Uhr bringt, beziehungsweise auch die Routen, als natürlich dann auch im Praxisteil, wie läuft die Navigation ab, kann ich das empfehlen. Aber ich würde sagen, wir legen jetzt einfach direkt los. Ja, um AutoActive hier auf diesen Android-Uhren nutzen zu können, braucht ihr natürlich einmal eine kompatible Android-Uhr, die natürlich die App unterstützt von AutoActive. Und ihr braucht natürlich AutoActive selber, in diesem Fall jetzt hier auf dem Handy, um danach die Kommunikation der Offline-Karten hier zu gewährleisten. Und ihr braucht natürlich auch ein Abonnement, das heißt also ohne Abonnement geht das Ganze nicht. Ihr müsst auf jeden Fall AutoActive an dieser Stelle hier abonnieren. Ja, wie bekomme ich jetzt aber die Offline-Karten hier auf die Uhr? Und das ist eigentlich ganz einfach. Wir haben jetzt auf der linken Seite zum Beispiel die TicWatch 5 Pro und auf der rechten Seite die neue Samsung Galaxy Watch 6 Classic. Und es funktioniert bei allen Uhren gleich. Also ihr müsst auf jeden Fall hier die App installieren und dann wird das Ganze hier auch direkt auf die Uhren installiert. Sehen wir hier zum Beispiel bei der TicWatch, wenn wir jetzt hier runter scrollen, dann haben wir hier unten dann AutoActive. Das wählen wir jetzt einfach aus, dann sehen wir hier, die App startet schon. Beziehungsweise natürlich auf der Samsung Galaxy Watch 6 Classic das Gleiche. Da haben wir dann auch die App, die wird dann direkt hier auch auf die Uhr installiert. Und dann könnt ihr das Ganze verbinden bzw. hier verwenden, wenn ihr mit dem Konto angemeldet seid. Ja, bevor wir jetzt die Karten herunterladen, will ich euch einfach mal zeigen, was die App so alles zu bieten hat. Wir haben zum Beispiel hier Touren in der Umgebung, da gehen wir jetzt einfach mal drauf. Da sucht die Uhr dann einfach euren aktuellen GPS-Standort und bekommt hier alle Touren angeboten, die jetzt hier vom Handy aus über die AutoActive-App herausgefunden worden sind bzw. an Informationen herangeholt worden sind. Und dann sehen wir hier die ganzen Touren, die hier in der Umgebung sind, sowohl eure eigenen als natürlich auch die von jemand anders, der die hier geplant hat. Da können wir zum Beispiel mal auf eine Tour gehen. Dann sehen wir hier auf die U-Höhe, das wäre zum Beispiel eine Tour, dann sehen wir hier 20,6 Kilometer. 74 Höhenmeter, Entfernung von hier ist 1,2 Kilometer. Dann bekommen wir so eine kleine Kartenübersicht, was da, wie die Tour verläuft, als natürlich auch die Option, das Ganze direkt hier runterzuladen oder auch von hier aus die Navigation zu starten. Ja, als nächsten Menüpunkt haben wir dann hier meine Touren. Und bei meinen Touren ist es ganz wichtig, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt offline unterwegs sein, ohne Handy, dann müsst ihr diese auf jeden Fall herunterladen auf die Uhr, damit die Uhr einfach weiß, wo ihr hin möchtet. Wir sehen hier, ich habe schon etliche Touren geplant. Wir können zum Beispiel hier die Tourenplanung vom 9.8. nehmen. Sehen wir jetzt hier 11,2 Kilometer. Auch hier den Anstieg bzw. wie weit das Ganze von weg ist. Und dann könnt ihr das Ganze auch nochmal hier auf der Karte anschauen. Und jetzt ist es so, wenn ihr das Ganze dann jetzt direkt starten wollt, könnt ihr hier auf die Navigation gehen. Aber wir gehen jetzt einfach herunterladen und dann wird die Tour auch hier direkt heruntergeladen. So, jetzt haben wir das Ganze heruntergeladen. Das heißt also, die Tour ist jetzt hier auf die Uhr gespeichert. Und wenn ihr aus dem Ganzen raus wollt, dann wischt ihr einfach von links nach rechts, dann kommt ihr hier ins vorige Menü hinein. Dann haben wir noch den Menüpunkt der zuletzt angesehenen Touren. Das heißt also, wenn ihr jetzt was habt, könnt ihr direkt hier in die Favoriten reingehen, beziehungsweise in die letzten, als natürlich auch in die heruntergeladenen. Dann können wir dann auch mal sehen, was wir jetzt alles heruntergeladen haben. Sehen wir hier die Hausbachklappen zum Beispiel, meine Wanderung, die ich jetzt hatte, die sind jetzt alle auf der Uhr enthalten. Und wenn ihr das Ganze dann nicht mehr haben möchtet, geht ihr einfach hier länger drauf. Und dann können wir uns das Ganze mal noch anschauen und dann gehen wir jetzt einfach runter und sagen entfernen. Und dann könnt ihr die Tour auch wieder von der Uhr herunterlöschen, falls ihr das nicht mehr haben möchtet. Jetzt habt ihr die Tour aber runtergeladen, aber ihr habt noch keine Karten. Das heißt also, wenn ihr jetzt starten würdet ohne Handy, dann würdet ihr nur eine Krümmelnavigation bekommen, aber keine Kartenansicht. Um die Karten zu bekommen, geht ihr jetzt einfach hier auf Karten. Da sehen wir hier, da wird schon der Standort ermittelt. Und jetzt könnt ihr unten entscheiden, welche Karten ihr haben möchtet. Gehen wir jetzt einfach auf das Kartensymbol hier unten. Dann sehen wir hier alle verschiedenen Möglichkeiten, die ihr herunterladen könnt. Wie gesagt, ihr braucht dafür auf jeden Fall das Abo, damit ihr das Ganze auch nutzen könnt. Und dann sehen wir hier die verschiedenen Stile, die ihr runterladen könnt, als auch das Aktivitätsnetz, was ihr haben möchtet. Das ist an dieser Stelle hier möglich. So, ich gehe jetzt einfach mal auf die OpenStreetMap-Karte, die möchte ich jetzt haben. Sehen wir hier, das dauert einen ganz kleinen Moment, bis das Ganze geladen wird. Wir sehen hier, mein Standort ist schon angezeigt. Das ist das Kreuz, was wir hier haben. So, dann sehen wir hier, die Karte ist auch sehr stark reingezoomt. Das können wir einfach rauszoomen. Dafür gehen wir jetzt hier auf die Krone und dann könnt ihr mit der Krone hier rauszoomen. Jetzt machen wir hier mal ein größeres Stück und dann dauert es einen kleinen Moment, bis es geladen wird. Jetzt sehen wir hier die Übersicht und wenn ich jetzt das Ganze hier so rausgezoomt habe, dieses Feld, was wir hier sehen, wird jetzt hier runtergeladen. Also das heißt, umso weiter hier reingeht, umso kleiner wird dann die Karte, die heruntergeladen wird. Jetzt sehen wir einfach mal das Stück hier und dann sagen wir hier nochmal auf die Karte gehen. Dann sehen wir jetzt einfach hier auf herunterladen und dann geht hier unten ein Menüpunkt auf, Karte herunterladen und dann wird die Karte jetzt auch schon auf die Uhr direkt heruntergeladen.
Und wenn das jetzt passiert ist, das heißt also, wenn die Karte heruntergeladen ist, dann könnt ihr natürlich auch noch weitere Karten herunterladen. Also es sind auf jeden Fall mehrere Karten möglich. Es seid natürlich nur auf eine beschränkt. Es kommt natürlich dann auf den Speicher der Uhr an. Ja, wie sieht das Ganze dann aber aus, wenn es heruntergeladen ist? Ich will jetzt hier nicht warten, bis das Ganze hier fertig ist. Gucken wir es auf der Galaxy Watch 6 Classic nochmal an. Da gibt es nämlich dann den Menüpunkt hier, wenn wir runtergehen, Karte. Und da können wir uns die gespeicherten Karten anschauen. Das sehen wir hier. Und da bekommen wir dann nochmal so eine kleine Detailübersicht, welche Karten hier alles auf der Uhr enthalten sind. Und da sehen wir jetzt auch hier die verschiedenen Karten. Und immer wenn hier ein Haken ist, dann ist die Karte hier offline auf der Uhr drauf. Wenn jetzt zum Beispiel kein Haken ist, das heißt also, hier hat der Download nicht funktioniert, beziehungsweise wurde abgebrochen oder nicht richtig durchgeführt. Das heißt also, wenn ihr zum Beispiel sowas habt, dann geht ihr einfach nochmal drauf. Und dann sehen wir hier herunterladen, können wir das Ganze mal herunterladen. Wir bekommen dann oben auch nochmal so eine kleine Übersicht. Geschätzte Größe 1 GB, Fläche 22.000 Quadratkilometer. Karte Auto Active wäre zum Beispiel jetzt der Fall gewesen, dass mein WLAN abgeschmiert und deswegen war das Ganze dann hier nicht drauf. Und wir sehen hier nochmal einen kleinen Ausschnitt am Bodensee, wie das Ganze gewesen wäre oder wie die Karte aussieht. Und dann könnte ich hier nochmal auf Herunterladen drücken und dann wird das Ganze nochmal herunterladen. Natürlich könnt ihr dann auch, wenn ihr euer Urlaub beendet habt oder eure Tour, die Karten wieder löschen, um den Speicher freizugeben. Ich bin zum Beispiel jetzt nicht mehr in Bregenz unterwegs, da waren wir jetzt im Urlaub in der Gegend. Sehen wir hier, Kartentyp ist auch oben Streetmap und wir sehen hier, wann es das letzte Mal aktualisiert worden ist. Und dann könnt ihr einfach hier runtergehen und könnt hier den Download entfernen. Oder wenn wir zum Beispiel hier reingehen, wir haben dann verschiedene Karten. Wir sehen auch hier zum Beispiel Turbo-Karte von Lindau. Die brauche ich nicht mehr. Dann sehen wir hier auch nochmal einen Ausschnitt. Und auch den können wir dann ebenfalls hier entfernen. Und so könnt ihr dann euren Speicher für die Uhr verwalten. Geplant wenn die Tour natürlich zum Beispiel über die App oder die Webseite von AutoActive. AutoActive selber habe ich schon mal vorgestellt. Da verlinke ich das Video mal zur Planung der App. Da werde ich dann auch noch ein Video machen. Da kommt demnächst eins. Da mache ich ein Tutorial und zeige euch mal im Detail, wie das Ganze funktioniert. Ja, ich bitte die schwarzen Streifen zu entschuldigen, es liegt einfach an der Aufnahme draußen. Und wir haben jetzt hier Auto Active, das starten wir jetzt einfach mal. Ich habe das Handy gar nicht dabei, das heißt also, wir sind hier komplett offline unterwegs. Und wenn wir jetzt auf heruntergeladen gehen, dann können wir auch alle Touren sehen, die wir jetzt hier heruntergeladen haben. Und da sehen wir jetzt auch unsere Tour heute, das ist die ganz letzte. Da haben wir dann jetzt hier die Tour und können uns das Ganze mal anschauen. Wir sehen hier auch nochmal, ja, ich habe es jetzt rechts und links genannt, da geht es einfach mal rechts und links von der Bergbahn weg. Sehen wir dann einmal noch die Länge, den Aufstieg bzw. die Entfernung, als auch die Strecke. Ich sehe gerade, ich habe die falsch erwischt. Wir laufen die links, genau. Und wir sehen auch hier, dass wir 14,8 Kilometer weg sind. Das liegt jetzt einfach daran, dass wir jetzt hier mit der Bergbahn hochfahren. Und von daher haben wir so eine gewisse Entfernung. Ja, wir sind jetzt hier am Startpunkt angekommen. Und wir werden jetzt hier die Strecke starten. Wir sehen jetzt auch schon hier Aufstieg 42 Meter, Entfernung von hier 43 Meter. Und dann gehen wir jetzt einfach auf Navigation und dann wird das Ganze hier auch schon gestartet. Ihr bekommt dann hier schon mal einen Pfeil angezeigt, in welche Richtung ihr laufen sollt. Und wir sind jetzt genau ausgerichtet zum Weg. Wir sind jetzt hier 5 Meter bis zur Route. Die beginnt exakt hier. Also wir sind hier dann noch richtig und verbleibende Kilometerzahl 5,4 Kilometer. Und ihr bekommt eine hochgerechnete Zeit, die bei uns aber nicht ganz passt, weil wir mit den Kindern wandern gehen. Und deswegen ist die Route auch etwas kürzer. Und da würde ich sagen, starten wir gleich mal durch. Wir haben hier schon die Kartenübersicht. Und wir sehen auch hier, ich habe jetzt hier eine Wanderkarte heruntergeladen. Ihr könnt euch dann verschiedene Karten aussuchen. Ja, ich würde sagen, es dauert einen kleinen Moment, bis das Ganze aus dem Speicher geladen wird. Wir sehen jetzt hier die Karte. Ich habe jetzt die OpenStreetMap offen. Wir sehen jetzt hier die Bergstation, wo wir gerade aktuell stehen. Wir müssen jetzt hier runterlaufen. Das sehen wir auch hier an einem blauen Strich, wo jetzt ein Stück gelaufen sind. Wir sind das Kreuz hier und ihr könnt bei der Samsung Galaxy Watch 6 Classic, könnt ihr auch mit der Krone dann aus der Karte raus und reinzoomen und manchmal lädt es ein bisschen nach, aber ja, seht, da unten ist der rote Strich, den wir jetzt angezeigt bekommen, den wir jetzt laufen müssen und so wisst ihr dann auch, wo ihr hin müsst und dann würde ich sagen, starten wir mal durch. Ja, und wenn ihr jetzt laufen geht, dann seht ihr auch, wir haben jetzt immer hier so einen Kompasspfeil angezeigt, wo wir hin müssen. Wir sind jetzt hier 180 Meter, kommt hier das, ich sag mal, nächste Event. Und wenn ihr euch bewegt, zählt es natürlich nach und nach runter. Ich habe jetzt die Uhr nicht an, deswegen geht sie jetzt immer aus. Aber so könnt ihr das Ganze hier in Übersicht behalten. So, wir nähern uns jetzt einer Kreuzung. Hier geht es einmal runter und wir müssen aber geradeaus. Und wir sehen es auch hier,
20 Meter wird das Ganze angezeigt und der Kompass ist auch wirklich akkurat, also es ist wirklich passend. Und jetzt kriege ich hier eine Vibration auf den Arm oder aufs Handgelenk, also eine starke Vibration. Das ist gar nicht zu verpassen. Dann seht ihr auch angezeigt, in 10 Meter geradeaus weitergehen, also auch geradeaus Hinweise bekommt ihr dann angezeigt, wenn ihr jetzt so eine Kurve habt. Und wie gesagt, hier geht es gerade aktuell runter. Hier müssen wir jetzt durch und es ist akkurat wirklich sehr gut angezeigt worden. Und wie gesagt, der Pfeil, der ist wirklich hier immer auf dem Weg passend. Auch wenn der Weg eine Kurve macht, dann passt sich der Pfeil direkt an. Es ist alles kein Problem. Und dann bekommen wir jetzt auch schon den nächsten Weg angezeigt. Das sind 350 Meter, gibt es die nächste Kreuzung. Und man sieht auch ganz gut, wenn ich jetzt zum Beispiel im Gegensatz des Weges stehe, dann geht der Pfeil mit. Ich drehe mich jetzt gerade. Das kann man ganz gut vielleicht im Boden erkennen. Und dann wisst ihr auch immer, wo ihr dann hin müsst, ohne Probleme. So, und dann sind wir jetzt ausgerichtet und geradeaus geht's weiter. 350 Meter bis zur nächsten Abkreuzung. So, wir sehen ja auch hier, wir haben jetzt hier Gefälle bzw. einen Berg. Und wir können auch wirklich gut in den Karten erkennen, dass wir hier auch die Höhenlinien sehr gut eingezeichnet bekommen. Also hier die Karten sind auch wirklich sehr detailliert reich. Wie gesagt, ich habe das Ganze jetzt hier ohne Handy und offline runtergeladen. Das geht nämlich hier mit AutoActive anders als bei der Apple Watch Ultra bzw. der Apple Watch. Könnt ihr das, wie gesagt, hier runterladen. Und wir können immer ganz gut erkennen, wir sind immer noch das Kreuz. Der blaue Linie, wie gesagt, ist das, was wir gelaufen sind. Und dann müssen wir jetzt einfach geradeaus weiter. Und ihr könnt einfach hier durchwischen, indem ihr hier einmal links rechts wischt. Und dann seht ihr auch eine kleine Übersicht angezeigt. Das sehen wir gleich nochmal, was da im Detail steht. Und würde ich sagen, gehen wir weiter. Also mal ganz kurz zum Überblick der Karte. Das Blaue sind wir jetzt gelaufen. Und das Rote ist noch das, was vor uns ist. Wir sehen jetzt hier, wir sind aktuell auf dem Seelekopf sind wir gleich. Kann man auch ganz gut sehen, die Karten zeigen das an. Und wenn wir uns jetzt mal die Details anschauen, dann bekommt ihr auch eine Übersicht angezeigt, wie lange wir jetzt schon laufen. Das sind jetzt eine Stunde knapp. Ja, es war jetzt nicht viel, 900 Meter sind wir gelaufen. Aufstieg war es keiner, weil wir ganz oben waren. Abstieg sind es 107 Höhenmeter gewesen bis jetzt. Und ihr bekommt dann auch eine Übersicht, ob ihr eure durchschnittliche Herzfrequenz als auch die maximale, als natürlich dann auch hier die Koordinaten und die aktuelle Höhe, wo ihr gerade unterwegs seid, bekommt ihr dann auch hier angezeigt. Ja, und wenn wir abbiegen müssen, bekommen wir dann auch Wegablung angezeigt. Wir sind hier in 240 Metern, geht es dann hier links ab. So, wir haben jetzt die Kreuzung erreicht, beziehungsweise das Wegekreuz oder die Wegablung. Und wir sehen auch hier, wir haben jetzt hier eine Wegablung. Hier oben geht es auf den Gipfel und links müssen wir jetzt weiter. Und ihr bekommt dann angezeigt, in 10 Meter links halten. Das heißt also, bei Wegablung bekommt ihr dann hier das so angezeigt, dass ihr dann links abbiegen müsst, beziehungsweise nach 10 Metern. Ihr habt zum Beispiel auch die Möglichkeit, jetzt hier Alpenkarten anzeigen zu lassen. Wir sehen hier, ich habe sie nicht zu 100% runtergeladen. Also ich habe es ein bisschen verpasst, das richtig auszuwählen. Also müsst ihr echt darauf aufpassen. Ihr habt dann auch die Möglichkeit, auf die drei Karten zu tippen. Und dann sehen wir hier, OpenStreetMap geht, AutoActive. Alle Karten, die auch beim Plan zur Verfügung stehen, habt ihr hier zur Verfügung. Und das Ganze ist natürlich dann hier auch im Rahmen des Abos. Also ihr müsst dann auf jeden Fall hier ein Abo haben, damit ihr das Ganze auch offline nutzen könnt. Ja, ich zeige euch hier gerade die Navigation auf der Galaxy Watch 6 Classic. Es ist natürlich auch zum Beispiel auf der TicWatch 5 Pro möglich oder auf allen Android-Uhren, die das mit Speicher unterstützen, beziehungsweise die Android-App, beziehungsweise auch AutoActive-App. Und so könnt ihr dann eure Karten wirklich offline herunterladen. Und es ist auch so, dass ihr auf der Samsung Galaxy Watch 6 Classic eine starke Vibration bekommt, wenn die Abbiegung kommt. Also da was zu verpassen, ist eigentlich schier unmöglich. Außer ihr habt dann wirklich kein Gefühl dafür. Es gibt zwar keinen Signalton, aber wie gesagt, die Vibration, da verpasst ihr auf jeden Fall nichts. Und ein weiterer Vorteil von AutoActive ist auf jeden Fall die Offline-Karten, wie ich jetzt schon gerade ein paar Mal erwähnt habe. Weil bei Komoot zum Beispiel ihr ja dann das Handy auf jeden Fall dabei haben müsst. Ich laufe jetzt hier komplett ohne Handy, das ist jetzt zu Hause. Ich habe jetzt nur mal ein anderes Handy dabei, also mein Haupthandy in Anführungszeichen. Und das ist kein Android-Handy an der Stelle. Und von daher geht es hier auch wirklich offline ohne Handyempfang. Weil das ist natürlich das Nächste. Wir haben hier fast bis gar kein Handyempfang. Und das ist natürlich dann auch immer ein bisschen schwierig. Da braucht ihr auf jeden Fall Offline-Karten, um das mitzunehmen. Aber das ist an dieser Stelle, wie gesagt, kein Problem. Sofern die Uhr das dann halt unterstützt, die ihr gerade habt. Ja, ich habe jetzt bei meiner Tour viele Sachen, die gerade ausgehen, wo ich nicht links und rechts abbiege. Aber wir bekommen die Pfeile immer angezeigt. Und wir sehen auch hier in 90 Metern müssen wir wieder geradeaus. Und interessanter Fun-Fact, wir sehen an der rechten Seite so einen grünen Balken. Der fühlt sich langsam auf. Also hier, diese Seite. Und das liegt einfach daran, wie viel Distanz ihr noch vor euch habt, beziehungsweise was ihr schon geschafft habt. Das Grüne haben wir schon gemacht und das, der Kreis, der noch fehlt, den müssen wir auch machen. Und wir müssen jetzt hier geradeaus weiter. Und
nur der Vollständigkeit halber, wir sehen jetzt auch hier zum Beispiel Linksabbiegepfeil, gibt es auch. In 110 Metern müssen wir dann links abbiegen. Und auch hier wieder alles mit einer intensiven Vibration. Wie gesagt, es ist eigentlich fast keine Chance, es nicht zu verpassen. Ja, und wenn eine Spitzkehre kommt, dann bekommt er auch eine Spitzkehre angezeigt. Und der Pfeil, also die ganze Tour, hat er wunderbar bis jetzt die Richtung angezeigt, wo wir laufen müssen. Wir sehen jetzt hier, wir laufen jetzt hier leicht schräg rechts runter. Und wir bekommen es auch mit dem Pfeil wirklich sehr, sehr gut angezeigt. Darüber hinaus habt ihr dann unten nochmal die verbleibende Strecke. Das ist aktuell 3,3 Kilometer, das wir noch vor uns haben. Und verbleibende Zeit wird hochgerechnet auf 1,5 Stunden. Aber das ist natürlich hier für uns jetzt irrelevant, weil wir mit Kindern unterwegs sind. Und immer wenn es Probleme gibt, einschwenkt auf die Karte und dann wisst ihr ganz genau, wo ihr hin müsst. Um auf die Qualität mal der Karte zu kommen, wir sehen hier läuft jetzt ein Wanderweg weg und hier unten geht ein Schotterweg weg. Und wir können ganz gut erkennen, das gestrichelt ist der Wanderweg, den wir jetzt nicht laufen. Und der Schotterweg ist das rechte, was wir jetzt laufen. Das ist ein durchgezogen liegt, beziehungsweise der ist so anders eingezeichnet. Das heißt also, die gestrichelten Linien sind auch so wirkliche Wanderpfade. Wir werden jetzt einfach mal hier geradeaus weiterlaufen und schauen einfach mal, was die Uhr hier macht. Ja, ich habe jetzt eine starke Vibration bekommen nach 45 Metern und dann bekommt es ja angezeigt, auch dann die Laufrichtung, wo wir hin müssen. Wenn ich mich drehe, dann passt sich der Pfeil da wieder an. Und wir können auf der Karte gucken, wir sehen hier das Kreuz, das sind wir. Und wenn wir jetzt kurz ein bisschen rauszoomen, können wir sehen, wir sollten den Weg hier unten laufen. Wir sind einfach geradeaus weitergelaufen. Das war jetzt ein ganz kleines Stück da hinten, also wirklich knapp 40 Meter hat es reagiert. Das hängt natürlich dann auch immer stark von eurer Uhr ab, wie gut das GPS der Uhr ist. Und jetzt gehen wir einfach mal zurück zur Route. Dann sind wir auch dann gleich wieder da, wo wir hingehören. Ja, dann kommen wir auch zu meinem Fazit, was Auto Active mit Android angeht, beziehungsweise mit Google Wear OS. Und da muss ich echt sagen, da bin ich wirklich sehr, sehr begeistert. Einmal habt ihr die Offline-Karten natürlich an Bord. Ihr bekommt alle Abbiegehinweise. Es ist nicht so, dass da irgendwas verschluckt wird, wie bei Garmin zum Beispiel es der Fall ist. Das habt ihr hier an dieser Stelle nicht. Ihr habt an dieser Stelle auch ein sehr, sehr gutes Planungstool. Gerade wenn ihr jetzt hier in den Bergen unterwegs seid, sind die ganzen Alpenhütten sehr gut eingezeichnet, beziehungsweise könnt dann filtern zwischen bewirtschaftet und nicht bewirtschaftet. Ich habe dazu mal ein Video gemacht, wo ich das Ganze vorgestellt habe. Das kann ich dir gerne mal verlinken, kannst du mal anschauen. Und da habt ihr auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Grundlage für die Berge, um da wandern zu gehen. Auto Active ist auch im Gegensatz zu Komoot für mich das stärkere Tool an dieser Seite, weil ihr einfach dann die Karten dabei habt. Ihr bekommt bei Komoot ja keine Karten heruntergeladen. Ich weiß nicht, warum es das nicht gibt. Bei Auto Active habt ihr das Ganze. Wenn man jetzt einen Nachteil herausfiltern möchte, dann wäre es natürlich der Nachteil, dass das Ganze kostenpflichtig ist. Aber das Ganze wird auch gepflegt, Server müssen bezahlt werden und auch die ganze Einfliegerei etc. sind ja Leute, die da arbeiten. Von daher ist es ja auch völlig legitim, dass hier auch ein bisschen was an Geld verlangt wird. Aber der jetzt viel wandern geht und das benötigt und jetzt nicht, sag ich mal, nur dreimal im Jahr das macht, der ja, kann das verschmerzen, beziehungsweise ist auf jeden Fall eine gute Investition in Kombination mit einem Uhr von Wear OS. Schreib mir doch auch gerne mal in die Kommentare, ob du Auto Active nutzt oder Komoot nutzt oder was anderes nutzt für Wear OS. Würde mich interessieren. Vielleicht ist da irgendwas dabei, was ich noch gar nicht kenne, was auch sehr gut ist. Könnt ihr auch mal gerne Anregungen reinschreiben, was ich da mal zeigen könnte. Wenn dich noch mehr zum Thema Navigation interessiert, ich verlinke dir auch meine Navigationsplaylist hier oben. Da gibt es schon einige andere Videos, beziehungsweise wenn du neu auf dem Kanal bist, eine Best-of-Playlist meines Kanals hier unten. Da kannst du mal reinschauen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst dann gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch ganz gefallen hat. Tschüss, bis zum nächsten Mal.